Hallo, hier ist wieder der Rizzo. How to? Mit Salz. Welches Salz verwendet ihr in der Küche? Also ich bevorzuge ganz einfach ein Bergkernsalz. Hier habe ich ein Bergkernsalz aus dem Salzburger Land. Ich würze natürlich jetzt nicht mit dem Steinbrocken hier, sondern habe das natürlich schon in einer etwas feineren Form. Und zwar seht ihr ganz einfach mal den Unterschied zwischen einem normalen industriellen Salz, Natriumchlorid, und hier haben wir im Prinzip das Bergkernsalz aus dem Salzburger Land. Als grobe Geschichte habe ich hier ein Himalaya-Salz, welches ich natürlich in meiner Mühle drin habe und damit natürlich mein Fisch und mein Fleisch, wenn ich es brate oder gebraten habe, dann aus der Mühle würze. Ja, die Frage ist, Salz, ist denn Salz gleich Salz? Nein, jedes Salz schmeckt natürlich unterschiedlich, je nachdem, ob es gereinigt, gefiltert oder wie auch immer wurde, hat das natürlich auch unterschiedliche Geschmäcker. Klar, je mehr Mineralien in unserem Salz enthalten sind, umso intensiver und umso aussagekräftiger ist auch der Geschmack des Salzes. Ja, Salz hat natürlich auch eine lange Geschichte, ne? Früher, kennt ihr mit Sicherheit, wurden auch die Soldaten quasi im Römischen Reich mit Salz bezahlt. Also Salz war auch sehr wertvoll und ist, denke ich mal, heute auch noch ein wertvolles Würzmittel, was wir in der Küche nutzen. Es spielt für mich die erste Geige, weil natürlich ohne Salz schmecken Gerichte sehr fad. Das heißt, wenn ihr mit Salz würzen wollt, müsst, könnt, dann macht das sehr am Anfang, wenn ihr was zubereitet. Weil je später ihr Salz zugeben möchtet, umso schwieriger wird es. Bestes Beispiel, Pastawasser. Wenn ihr Pasta kocht und macht kein Salz rein, macht das Salz erst spät rein, wenn die Nudeln schon im Wasser halt drin sind, dann bekommt ihr niemals diesen Salzgeschmack in die Nudel rein. Also sie schmecken dann halt fad. Deswegen halt immer vorher salzen. Wichtig. Gute Salze erkennt man natürlich auch an der Restfeuchte, die sie haben. Das heißt, sie lassen sich halt sehr, ja, etwas schwieriger dosieren halt, ne? In den industriell hergestellten Salzen wird natürlich dort eine Rieselhilfe ganz einfach mit verwendet, wo ganz einfach dieses Verklumpen halt nicht mehr stattfindet. Früher kennt ihr das vielleicht noch im Salzstreuer, wo man ein Körn Reis mit drin oder zwei, drei Körner Reis mit drin, die Feuchtigkeit des Salzes halt weggenommen haben. Genau. Gucken wir mal hier, wie es dann aussieht. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwas versalzen habt, das kommt natürlich in der Küche auch mal vor. Entweder ihr seid verliebt, kann passieren, wäre schön. Aber ansonsten bekommt ihr das Salz halt sehr schlecht aus euren versalzenen Gerichten raus. Eine rohe Kartoffel würde vielleicht noch helfen, zum Beispiel in einer Suppe oder Brühe oder wie auch immer. Kommt natürlich immer auf die Intensität an. Oder als Beispiel oder als Tipp, eine Tomatensauce, wenn ihr dort wirklich zu viel Salz drin habt, nehmt einfach eine rohe Lasagneplatte, tut die mit rein oder zwei, die zieht das Salz wieder mit raus. Gut, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit dem kleinen Tipp und bis bald. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut, euer Rizzo. Ciao.